Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einer ganz besonderen Oreo-Sorte aus den USA. Oreo Karamell Coconut. Wie geil klingt das denn? Oreo mit Karamell und Kokosnussgeschmack. Und es hat ja auch so eine leichte Kuchenoptik hier. Es sieht sensationell aus. Ob es auch so schmeckt, werden wir gleich erfahren. Aber wie immer stellt sich die Frage, wenn man so geile Oreo-Sorten aus den USA präsentiert, warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Klar, der Regalplatz ist begrenzt, aber ich glaube, auch wir sind reif für ein paar exotische Oreo-Sorten. Da haben wir immer so die Standard mit Schokolade und Strawberry. Dann gibt's manchmal Mint, dann gibt's die Birthday Cake Edition. Dann gibt's den Golden Oreo, dann gibt's den Double Cream Oreo. Aber so mal eine richtig ausgefallene Sorte hatten wir bisher noch nicht. Selbst die Lady Gaga Oreos hat man uns einfach so eins zu eins die gleichen Oreos genommen und nur eine andere Verpackung drum gemacht. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Oreos aus den USA testen kann, denn die hat mir liebenswerterweise die Sonja mitgebracht vom Food News Germany, denn die war beruflich in den USA, denn ihr wisst, sie fliegt. Und deswegen sind die Oreos persönlich aus den USA zu mir zurückgeflogen. So richtig geil, cool, oder? Habe ich auch noch nie gesehen. Die mache ich jetzt mal auf und dann schauen wir mal. Ich liebe diese wiederverschließbaren Verpackungen, wie die aussehen und wie, oh, wie krass die riechen. Oh mein Gott, es gibt leider kein Geruchs-YouTube, aber ich mache trotzdem mal eine Großaufnahme. Ich weiß natürlich auch, wenn ich hier näher mit der Kamera rangehe, man kann es nicht riechen, aber es ist vielleicht trotzdem ganz interessant für euch zu sehen, wie so ein Oreo-Keks von nahen hier aussieht und wie die Creme aussieht. Das riecht wirklich sehr intensiv. Na gut, in den USA ist auch einiges mehr erlaubt im Lebensmittelbereich als bei uns. Deswegen kann es auch daran liegen, dass es so intensiv riecht. Mal schauen, wie es schmeckt. Mal schauen, wie es denn schmeckt. Sieht so ein bisschen aus wie Spekulatiuscreme, oder? Ja, man hat das Gefühl, man hat so Kokosraspeln leicht, ganz leichte Kokosraspeln im Mund. Mega spannend. Einzeln finde ich die Creme sehr intensiv, die hat so einen leichten Karamell, schmeckt ja auch immer so, kann immer nach verbranntem Zucker schmecken, so einen leichten Brûlé-Hauch. Verbrannt ist zu viel gesagt, so einen leichten Hauch Brûlé. Und in Kombi mit dem Keks vollkommen lecker. Diese Creme braucht aber auch den Oreo-Keks, denn nur so funktioniert sie. Einzeln genommen wird mir das Ganze ein bisschen zu künstlich und zu unausgewogen schmecken, aber der Keks framed quasi, rahmt diese Creme perfekt ein und dadurch wird dieser Kokosnussgeschmack und auch dieser leicht künstliche Karamellgeschmack gut aufgefangen und gibt dem Ganzen echt eine gute Geschmackskombi. Ist nicht die beste Oreo-Sorte der Welt, also ihr habt nicht viel verpasst, aber sie ist trotzdem in Ordnung als Oreo mit den beiden Keksen auf einer Skala von 1 bis 10. Bekommt sie 7 Punkte. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!